kann ich nur empfehlen, schaltet da alles ein, Boxen auf, Licht aus, einfach mal Samstagabend, ihr habt nichts zu tun, ihr könnt durchzocken bis Sonntagmorgen und dann die Musik geben, während man quasi die Welt beherrscht. Was gibt's denn Schöneres eigentlich? Kann man da irgendwas Schöneres noch herausfinden? Nein, ich glaube nicht. Nachdem wir jetzt doch einige Zeit mit Old World verbracht haben, kommen wir mal zu einem kleinen Fazit. Man hat es vielleicht schon ein bisschen gemerkt, ich bin leicht angefixt vom Spiel. Es macht so viel Spaß. Es ist aktuell ein Spiel, auf das ich mich einfach freue, während ich es spiele. Und wenn ich es nicht spiele, ist es ein Spiel, an das ich denke und mich darauf freue. So kann man es eigentlich am besten umschreiben. Das passiert mir relativ selten bei Spielen mittlerweile, weil es ja so einen riesen Wust an Spielen mittlerweile gibt. Und da sind, sag ich mal, so 90%, 95% dabei. Die spielst du halt mal an, die sind vielleicht auch gar nicht mal schlecht, aber die legst du dann ab und dann hast du sie vergessen. Und bei Old World ist es jetzt, zumindest bei mir jetzt, nicht so. Und das überrascht mich selbst auch ein bisschen, weil ich ja vor einem Jahr die Epic-Version auch schon gespielt habe. Und da lief das eigentlich so mehr so mit, ja, okay, ist ein ganz schönes Spiel, aber ist jetzt nicht so wirklich was Besonderes. Und jetzt mit dem Steam-Release, es wurde natürlich offenbar auch nochmal ein bisschen was geändert. Jetzt mit dem Steam-Release für mich auf alle Fälle aber sowas von eingeschlagen. Und ich bin absolut begeistert vom Spiel. Und ich versuche jetzt mal ein bisschen zu erklären, wieso ich begeistert bin. Vielleicht fangen wir mal an mit der grafischen Gestaltung des Spiels. Meiner Meinung nach ein schönerer grafischer Stil, wie es zum Beispiel jetzt hier in Civilization 6 der Fall ist. Civilization 6 hat keine schlechte Grafik, ist halt eher so in Richtung Comic getrimmt. Und hier in Old World ist es eher in Anführungsstrichen realistisch. Und der spricht mich richtig an. Ich finde es schön, dass es nicht bunt ist, also nicht zu bunt ist, dass die Farben eher gediegen sind, dass es aber trotzdem schöne, in dem Fall jetzt hier, wie man hier sehen kann, so grüne Flächen hat und schöne Felder hat und so weiter. Alles ein bisschen auch animiert ist im entsprechenden Rahmen. Natürlich, man darf ja nicht vergessen, da ist jetzt kein so großes Team wie in Civilization 6 dran. Aber alles so ein bisschen im schönen, gemütlichen Rahmen mit schöner Farbgebung, schönen 3D-Objekten. Man sieht das ja auch hier, wenn man ein bisschen reinzoomt. Also ne, das sieht schon fantastisch aus. Auch die Wunder, die man hier bauen kann zum Beispiel, die sehen auch ganz gut aus. Das könnte alles noch natürlich viel aufwendiger, viel pompöser sein. Aber machen wir uns nichts vor, es ist ein kleiner Entwickler und der muss natürlich mit seinen Ressourcen haushalten. Und für diesen Entwickler jetzt hier, denke ich mal, der hat richtig gute Arbeit geleistet, dass man hier eine fantastisch schön aussehende Karte bekommt, die stimmig ist, die schön zusammenhängend ist, die ein bisschen Leben hat auch und dann dementsprechend das Spiel auch schön anzuschauen macht. Ist das ein richtiger Satz? Ich hoffe. Für mich ist es halt so, ich brauche natürlich schon auch eine schöne Mechanik, damit das alles klappt, aber ich brauche auch ab und zu mal ein bisschen was fürs Auge. Und das sagt jemand, der auch ganz gerne mal War Fortress spielt, aber trotzdem, es schadet nicht. Sagen wir es mal so. Also der grafische Aspekt, den finde ich schon mal sehr gelungen von Old World. Ein weiterer Punkt, der mich natürlich hier sehr begeistert bei Old World, ist dann die Spielmechanik letztendlich. Weil es so einen schönen Mittelweg findet zwischen einem ganz regulären, in Anführungsstrichen, 4X-Game, wie zum Beispiel Civilization, aber auch ein bisschen Charaktermanagement, wie bei Crusader Kings 3. Wer den Kanal oder die Streams von mir jetzt schon länger verfolgt, der weiß vielleicht, dass ich großer Fan bin von Crusader Kings 3. Und dass jetzt hier in dieses Spiel ein bisschen diese Personenverwaltung, ein bisschen die Personen-Events mit Einzug nehmen, ist halt echt eine wunderbare Mischung, die sich sehr schön ergänzt. Es ist natürlich nicht so tiefgehend wie es bei Crusader Kings zum Beispiel, wo du halt wirklich sehr viele Aspekte der jeweiligen Charaktere verwalten kannst oder auch beeinflussen kannst. Aber es geht schon in eine schöne Richtung
Und man darf ja nicht vergessen, es ist ja ein 4X-Spiel. Das heißt, es ist ein Strategiespiel auf einer Karte, das eher natürlich den Fokus hat auf die Eroberung, auf die Ausbreitung der Kultur, auf die Religionserweiterung und so weiter und weniger eigentlich auf die Charaktere. Aber dass sie jetzt das trotzdem mit aufgenommen haben, ist halt ein so wunderbarer Mix meiner Meinung nach, weil man halt jetzt nicht nur die Karte anguckt, auf der Karte spielt, Sachen baut, irgendwie Krieg führt, sondern sich auch ein bisschen um seine Leute kümmern muss. Entweder über Events, dass man immer wieder neue Ereignisse bekommt, auf die man reagieren muss, Entscheidungen treffen muss, oder aber auch über gezielte Aktionen, die man selber anstößt und dann sagt, der und der wird jetzt zum Beispiel Statthalter oder der und der wird jetzt General, weil der halt die bessere Eigenschaft hat und so weiter und so fort. Der wird jetzt beeinflusst, der wird jetzt ausspioniert. Das sorgt für ein bisschen mehr Tiefe meiner Meinung nach und gibt dem Spiel so einen schönen Mix zwischen eben dieser Strategieebene, aber auch der Charakterverwaltung. Und wer sowas mag, in meinem Fall ist das so, dass ich diese Nähe zu den Charakteren gerne in Spielen habe. Wer sowas mag, ich denke mal, dem gefällt das dann auch und der ist da ein bisschen auch angefixt von dieser Art zu spielen. Und vergleicht man das Spiel jetzt direkt mal wieder mit Civilization 6, dann ist natürlich Civilization 6 um einiges umfangreicher, was die reine Spielmechanik betrifft. Aber trotzdem, dadurch, dass das Spiel rein jetzt, wenn man den Aspekt der Eroberung, der Ausbreitung der Ländereien betrachtet, doch auch noch ein bisschen komplex ist, plus dann diese Ebene noch mit den Charakteren, dann ergänzt sich das so wunderbar, dass es eigentlich gar nicht sein muss, dass es noch tiefer in die Spielmechanik reingeht, weil dann wäre es ja noch umfangreicher und man würde noch mehr Zeit in einem Spielzug verbringen. Ist ja jetzt schon so, wenn ein Jahr quasi vorbei ist, also eine Runde vorbei ist, dass du dann letztendlich erstmal irgendwie wieder 5 Minuten beschäftigt bist, um die Events abzuarbeiten, um dich um die Charaktere zu kümmern, um dann deine Befehle natürlich zu geben. Also da kommt schon immer einiges zusammen. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, wieso ab und zu bei mir zumindest im Chat auch die Nachricht kam, ja, es ist ja doch ein bisschen zäh und ein bisschen langsam und es geht ja nichts vorwärts im Spiel, weil man halt in Civilization in Anführungsstrichen nur von einer Runde zur nächsten geht, die Bauaufträge vergibt, ein bisschen sich ausbreitet, kämpft und dann schon gleich wieder in die nächste Runde startet. Und hier bist du wirklich ein bisschen länger beschäftigt, weil du dich halt auch noch um den Teil der Charaktere kümmern musst. Und das zieht dann natürlich das Spiel ein bisschen in die Länge. Ich für meinen Teil habe damit kein Problem. Ich finde es sogar schön, wenn man in einem Spielzug ein bisschen mehr Zeit verbringt, um quasi sich um die Charaktere und das Land oder die Nation ein bisschen genauer zu kümmern. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das natürlich nicht bei allen so gut ankommt, weil man halt, man will ja auch was erreichen und man will ja auch weiterkommen, man will ja endlich zur nächsten Technologie kommen, man will ja endlich seine Truppen mal vorwärts bringen und so weiter und so fort. Wenn du für 5 Runden irgendwie gefühlt eine Stunde brauchst, dann ist das nicht für jeden was. Ne? Also diese verlangsamte Spielweise, die muss einem natürlich auch ein bisschen liegen, auf die muss man sich einlassen. Aber wenn man das macht, finde ich, hat man ein wunderbares Spiel, das die Komplexität eines 4X-Spieles bietet, plus die etwas reduziertere Variante einer Charakterverwaltung oder Familienverwaltung, Dynastieverwaltung. Und das ist so eine perfekte Kombination, dass ich einfach nicht mehr aufhören kann zu spielen mittlerweile. Grundsätzlich vielleicht noch ein paar Worte zu den im Gegensatz zu Civilization etwas abgewandelten Mechaniken, die es hier ins Spiel geschafft haben. Unter anderem natürlich die Befehlsfunktion hier oben, wo du halt wirklich pro Einheit bestimmte Aktionspunkte hast. Kennt man ja hier mit den 3 Punkten. Aber diese 3 Punkte natürlich alle von dieser Befehlsrate zehren. Und ob du dann irgendwie 2 Einheiten weit laufen lässt oder 5 Einheiten kurz laufen lässt, das ist halt alles dir überlassen. Und
dadurch, dass es ja ein bisschen eingeschränkt ist durch diese Aktionspunkte hier, bringt das auch nochmal schön Abwechslung in das Spiel, weil du halt so flexibel bist und deine Einheiten entsprechend so bewegen oder arbeiten lassen kannst, wie du es aktuell gerade haben willst und wie es natürlich deine Befehlspunkte zulässt. Und finde ich eine absolut fantastische Mechanik. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, anders zu spielen, weil du dadurch so flexibel bist. Also richtig gut. Zweiter Punkt, die Technologie zum Beispiel, dass du halt hier ähnlich, nicht ganz so natürlich, aber ähnlich wie in Stellaris zum Beispiel, immer einen zufälligen Pool aus neuen Technologien bekommst, von denen du dich dann für eine entscheiden musst und wo dann andere wieder abgelegt werden in so einen Stapel und dann wieder hervorgeholt werden beim nächsten Mal. Eigentlich eine total simple Idee, wie man diesen Technologiebaum, der ja zwangsläufig mittlerweile aus ganz vielen Spielen bekannt ist, wo man sich von A nach B über C und so weiter durcharbeitet und durchforscht, wie man den ein bisschen, wenigstens ein bisschen, entsprechend aufbereitet und vielleicht ein bisschen abwechslungsreicher macht. Und sei es jetzt wirklich nur, dass halt ab und zu mal zufällig andere Technologien kommt, wie im vorherigen Durchgang. Also das sind so Mechaniken, die das meiner Meinung nach schon auch sehr auffrischen, das Ganze, und dementsprechend den Wiederspielwert natürlich wieder ein bisschen auch verbessern. Negativ würde ich jetzt einfach mal sagen, ja, ich kann was Negatives sagen. Negativ würde ich sagen, ist natürlich der Umfang. Ich habe es ganz am Anfang schon gesagt, es kann sich natürlich umfangmäßig, sei es jetzt nationenmäßig, sei es jetzt technologiemäßig, nicht mit Civilization messen, bei weitem nicht. Da fehlt noch einiges. Der Ansatz ist da und ich hoffe einfach mal, dass durch weitere Add-ons, DLCs noch neue Nationen zum Beispiel dazukommen, neue Szenarien noch dazukommen, so wie es ja jetzt mit dem letzten DLC ja auch schon der Fall war. Und auf sowas hoffe ich halt, weil du hast jetzt ein paar so Nationen, du spielst die jetzt natürlich und dann hast du die auch schon gesehen. Natürlich gibt es die zufälligen Karten, natürlich ist jede Partie ein bisschen anders. Du kannst natürlich die Schwierigkeitsgrade umstellen, ein bisschen mehr gefordert zu werden. Aber trotzdem, für mich wäre es halt schöner, wenn dann irgendwie noch 5 weitere Nationen irgendwann mal dazukommen würden, um einfach noch ein bisschen mehr Abwechslung zu haben. Vielleicht auch noch andere Technologiebereiche mit dazu. Vielleicht auch Technologiebereiche, die nur bestimmte Nationen haben und andere nicht. Wäre auch eine super Sache. Also das würde ich mir schon wünschen. Und natürlich hat das Spiel auch den Nachteil, dass es nicht wie der große Konkurrent oder der große Bruder entsprechend von der Steinzeit hochgeht bis in die Moderne, sondern wir bleiben hier in der Antike und das heißt, es ändert sich da auch nicht großartig was. Sei es jetzt auch grafisch, aber auch spielmechanisch, ändert sich da nicht wirklich viel. Du wirst immer mit deinen, sag ich mal, Nahkämpfern, mit deinen Fernkämpfern spielen, die dann zwar abgegradet werden können zu besseren Versionen, aber sie sind trotzdem immer antike Militäreinheiten. Gleiches gilt natürlich dann auch für deine Stadt und so weiter, da ändert sich nicht viel. Ich wüsste jetzt ehrlicherweise nicht, ob ich es besser fände, wenn das Ganze über einen längeren Zeitraum sich abspielen würde, weil dann könnte ich wirklich gleich Civilization auch wieder spielen. Von daher, vielleicht war es gar nicht so eine schlechte Entscheidung, dass es sich wirklich fix auf diese Epoche, auf diese Dekade jetzt hier so konzentriert haben mit der Antike und dafür aber hier die Ressourcen reingesetzt haben und das dann optimiert haben. Vielleicht war es gar nicht so schlecht, ne? Aber ab und zu, ich könnte mir vorstellen, wenn du dann irgendwann mal so 300, 400, 500 Stunden im Spiel versenkt hast, dann könnte es schon ein bisschen natürlich langweilig werden, immer wieder die gleichen Grafiken zu sehen, immer die gleiche Epoche zu spielen und so weiter. Aber ganz ehrlich, wenn ich 500 Spielstunden in Civilization habe, dann habe ich in der Regel auch schon die meisten Einheiten gesehen, die meisten Gebäudetypen gesehen und so weiter und so fort. Es kommt wahrscheinlich aufs Gleiche raus, ne? Und du musst natürlich auch gewissermaßen ein bisschen Fan von diesem Zeitrahmen sein. Wenn du nichts mit Rom, mit Griechenland, Babylonien und was weiß ich noch, den ganzen Völkern da anzufangen weißt, weil du wirklich lieber in der Steinzeit spielst, weil du lieber in der Moderne spielst, dann wird dich dieses Spiel auch nicht unbedingt ansprechen.
Ob du es dann trotzdem spielst aufgrund der Spielmechanik, ich könnte es mir ehrlicherweise schwer vorstellen. Ich bin ja eher Mittelalter-Fan. Antike ist auch noch ganz okay. Zukunft bis auf Stellaris eher weniger. Von daher, wenn jetzt dieses Spiel komplett in der Zukunft spielen würde, ich wüsste jetzt nicht, ob ich es dann auch wirklich so ausführlich spielen würde. Also für mich gehört so ein Setting auch noch mit dazu, neben der Mechanik, neben der Grafik. Das Setting ist auch wieder so ein Stützpfeiler für mich, der ausmacht, ob ich jetzt ein Spiel länger spiele oder nicht. Ein weiterer Punkt, wo ich jetzt auch noch nicht so ganz sicher bin, dafür fehlen mir einfach noch ein bisschen die Stunden, die ich ins Spiel investiert habe, sind so die unterschiedlichen Siegbedingungen. Es gibt ja jetzt den Doppelsieg, wo du quasi doppelt so viele Punkte wie dein stärkster Konkurrent erreichen musst. Es gibt den Militärsieg natürlich. Es ist aber für mich noch nicht so ganz klar ersichtlich, wie jetzt zum Beispiel das mit der Religion funktioniert. Kann ich einen Religionssieg erreichen? Kann ich einen Kultursieg erreichen? Und so weiter und so fort. Ich glaube, dass man über diese Wege einfach immer nur Punkte sammelt und dann dementsprechend den Punktesieg wieder macht. Aber da würde ich mir zum Beispiel wünschen, eine ähnliche Mechanik drin zu haben, wie es jetzt Civilization 6 hat oder auch Civilization 5, wo du halt wirklich einen Glaubenssieg erreichen kannst oder einen Kultursieg erreichen kannst, also wo du gezielt dahin arbeitest, würde ich mir wünschen, wie gesagt, ohne Gewähr jetzt diese Angabe, weil mir fehlen die Stunden einfach noch, dass ich sagen kann, ist das jetzt wirklich möglich oder nicht. Rein jetzt, was ich mir angeguckt habe von den Siegbedingungen und so, geht das allermeiste über die Punkte selber. Da könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie das denn vielleicht noch zu erreichen ist. Ja, und ansonsten gibt es noch vielleicht was zu sagen zum Sound. Vorbildlich, leider, man kann ja mal kurz reingucken in die Optionen. Leider, gibt es ganz viele Musikstücke. Und ganz viele sind aber im Stream oder auf YouTube, wenn man Let's Play oder einen Livestream hat, nicht abspielbar, beziehungsweise wird dann von der jeweiligen Person in der Regel ausgeschaltet. Das ist die Option hier oben, sodass man den Großteil der richtig guten Musikstücke eigentlich nur offline zu hören bekommt. Also wenn ihr kein Streamer seid, kein Let's Player seid, kein YouTuber seid oder so, dann könnt ihr natürlich all die Musikstücke hier eingeschaltet lassen und ihr bekommt so einen guten Soundtrack. Das ist so eine tolle Musik und kann ich nur empfehlen, schaltet da alles ein, Boxen auf, Licht aus, einfach mal Samstagabend, ihr habt nichts zu tun, ihr könnt durchzocken bis Sonntagmorgen und dann die Musik geben, während man quasi die Welt beherrscht. Was gibt es denn Schöneres eigentlich? Kann man da irgendwas Schöneres noch herausfinden? Nein, ich glaube nicht. Na gut, also das soweit jetzt das Fazit zu Outworld. Ich sag's nochmal, ich bin schwer begeistert. Wir werden definitiv auf dem Kanal ein Let's Play noch spielen in Outworld. Wir werden auch definitiv nochmal einen Livestream machen. Ich habe so Bock auf das Spiel. Ich hoffe, die Entwickler bleiben dran. Ich hoffe, das Spiel verkauft sich so gut, dass die dann weiter noch entwickeln können, dass sie weitere Inhalte reinbringen können, sowohl spielmechanisch als auch natürlich Nationen oder ja, Technologien und so weiter. Dass sie da nochmal schön Sachen hinzufügen können. Das würde ich mir wünschen für Outworld. Ihr könnt mir jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euch Outworld gefällt. Ob das ein Spiel für euch ist oder eher nicht. Ob ihr mit den Punkten, die ich jetzt hier aufgezeigt habe, übereinstimmt. Oder ob ihr da vielleicht sagt, nee, da hast du aber vielleicht Unrecht oder das sehe ich anders. Könnt alles reinschreiben. Ich freue mich sehr über jeden einzelnen Kommentar. Ansonsten würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Oder vielleicht, wenn euch der Content hier auf diesem Kanal gefällt, auch über ein Abo. In diesem Sinne sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder, wenn ihr denn mögt. Macht's gut und bis dann. Ciao.